Hallihallo zu einem neuen Redstone-Tutorial von mir. Ich zeige heute, wie man dieses Schere, Stein, Papier Redstone-Schaltung baut. Diese Redstone-Schaltung. Und ja, ein kleines Let's Show habe ich in dem Link in der Videobeschreibung. Da kommt ihr dahin, da stelle ich das hier alles vor, weil da hängt halt noch ziemlich viel vorne dran. Und ich zeige euch einfach das Grundgerüst. Und wie man noch hier damit man von außen sehen kann, so eine Anzeige mehr oder weniger bauen kann. Und dann halt steht, entweder links gewinnt, ist es unentschieden oder rechts gewinnt oder so. Und sonst könnt ihr halt einfach dann später abzweigen von den Leitungen, die ich baue, und dann selber irgendwas hinpappen. Ja, wir fangen an mit folgendem. Ihr nehmt euch einfach irgendein Baumaterial. Ich weiß, man kann das noch viel schöner mit bunter Wolle machen und sowas. Aber ja, ich baue es halt heute euch aus Stone Bricks. Ihr braucht eine 17 Blöcke lange Mauer, sag ich mal, die erstmal nur einen Block hoch bleibt. Und dann setzt ihr hier in die äußeren. Lasst einen Block frei und setzt dann hier außen hin solche drei so Blöcke. Könnt hier zumachen so. Und das ist dann praktisch der Input, wo dann die jeweilige Spieler, das ist halt für zwei Spieler ausgelegt, das jeweilige drücken. Wir beschriften auch gleich, dass das hier der Schere-Knopf sein wird, der hier Stein und der dann folglich Papier. Weiter geht es hier drüben auch nochmal mit Schere. Also die sollten schon an der gleichen Stelle sein. Sprich Stein immer in der Mitte, Schere immer links und Papier immer rechts. So sieht es dann aus. Hier in der Mitte kommt auch noch ein Knopf hin. Das ist dann so ein manueller Reset, damit man immer vor dem Spiel sicher gehen kann, dass da nicht irgendwie gerade sich irgendwas verhakt hat. Den bauen wir natürlich gleich noch. Dann baut ihr hier unten drei Redstone hin. Und buddelt hier so ein 5x3x2 Blöcke großes Loch. Was ich damit meine ist, muss ich da hin? 5 Blöcke breit, 2 Blöcke tief, 3 Blöcke lang hinten raus. So. Dann hier in die Mitte kommt so eine Redstone-Fackel. Und hier kommt dann auch noch Redstone hin. Das brauchen wir dann später. Und ich habe so 4 Blöcke breit. So, dann kommt hier unten so ein, ja, Neptuns-Dreizack hin. So sieht es ein bisschen so aus. Und natürlich macht er das gleiche auch hier drüben nochmal. Was man sich ja schon denken kann irgendwie. Also auch nochmal 5x3x2 Blöcke. So, dann hier die Redstone-Fackel und halt statt nach links nach rechts diese zwei Blöcke hier mit dem Redstone drauf. Dann kommt hier der Dreizack wieder hin. Ich habe keine Ahnung, wie ich das anders bezeichnen soll. Und hier kommt erstmal ein Inverter nach oben hin, wo dann gleich Speicherbausteine drauf kommen. Sprich, wo man den Zustand speichern kann, weil das werden wir brauchen. So, dann bauen wir hier so, dass jeder Knopf wirklich nur eine Redstone-Leitung erwischt. Das geht nämlich so. Dann hier kommt noch ein Block hin. Dann verbinden die sich nicht und wir müssen auch nach oben. So. Dann kommen hier zwei Blöcke drauf und hier kommt jetzt eben der Speicherbaustein drauf, der folgendermaßen geht. Gleich. Hier kommt ein Repeater auf voller Verzögerung, sprich 4 Ticks Verzögerung. Und dann kommt hier vor die Redstone-Leitung. Hier kommt ein Redstone-Fackeln hin. Und dann kommt hier noch eine hin, hier noch eine hin und hier noch eine hin. Somit sind die hier gepowert. Da unten kommt noch einer hin. Geht in einen Inverter und damit wäre der schwierigste Teil schon geschafft.
So sieht es dann aus. Und wenn ich jetzt einen Knopf drücke, dauert es kurz und hinten. Warte, wir brauchen dann noch ein bisschen Redstone zum Zeigen. Ist es jetzt so an? Also ihr habt gesehen, der speichert das jetzt. Und normalerweise müsste es wieder ausgehen, aber das weiß ich nicht. Das wird auch nicht benötigt, weil, ja, es geht eben nicht. Ja, dann zeige ich noch kurz, dass man die anderen aus- und anschalten kann. Ohne dass der hier doch. Also jetzt genug der Verwirrung. Ich habe mich auch gerade ein bisschen selber verwirrt. Nee, da kann ich auch gleich die Funktion von der Redstone-Leitung hier unten, diese drei Blöcke lang ist, erklären. Bei jedem Klick, also es kann ja sein, dass einer öfter draufklickt, wird nochmal das Ganze resettet. Das eben nicht, wie ich gerade machen wollte, dass hier nicht zwei angehen können. Und das macht es, weil immer die drei Fackeln hier geändert werden. Einmal resettet und deswegen braucht ihr oben auch die Repeater. Nachdem dieser Reset-Vorgang hier unten abgeschlossen ist, wird erst hier dieser eine Output, meinetwegen hier jetzt, umgewandelt und das Ganze hat einen Output, wie jetzt eben hier die Schere. So. Das hier ist eben unser Reset, was ich schon gesagt habe. Und da brauchen wir zwei Repeater, die nach außen gehen. Ja, ist eigentlich egal, wo man sie hinsetzt. Damit der Reset von, wenn einer hier draufklickt, nicht hier hinten, da kommt noch ein System hin, dass der das System nicht lahmlegt, weil der Repeater nur in eine Richtung weitergeben, das Signal, nämlich in die hier. Ja. Ist alles ein bisschen kompliziert, wird aber noch logischer. So, dann bauen wir zwei Repeater, die reingehen. Das von außen rein. Und das wären dann unsere Steuerleitungen praktisch. Und dahinter geht es jetzt ewig weit. Repeater kommen dann noch, die werden wir brauchen. So. Okay, das dürfte locker reichen. Ja. Die baue ich mal kurz. Machen wir kurz den Aufnahmestopp. Bis gleich. Hallo. Und ja, ich habe jetzt einfach alle drei Leitungen hier so vorgezogen. Und jetzt müsste eigentlich auch schon unser Reset funktionieren. Aber bevor wir den austesten, wollen wir das hier hinten noch. Wir brauchen ja auch die Unschaltungen hier vorne. Und ich erkläre es jetzt nochmal für eine und dann mache ich die anderen zwei offscreen. Also ihr baut hier zwei Blöcke drauf. Braucht wieder die beiden Blöcke hier. Setzt dann hier so einen Block drauf. Der hier wird auch davor gezogen. Und jetzt geht es eben um das Spezielle. Hier liegt hier Redstone drauf. Setzt den Repeater auf 4 Ticks Verzögerung. Setzt hier vorne oben eine Fackel drauf. Hier unten eine hin, sodass das hier standardmäßig gepowert ist. Und dann baut ihr hier nochmal einen normalen Inverter hin. So. Also ich mache einen kurzen Aufnahmestopp. Ciao. Gut, damit wäre das auch geschafft. Und ja, ich habe jetzt halt aus Versehen den hier gepowert. Wir können jetzt mal den Reset ausprobieren. Und danach müssen eigentlich alle hinten raus. Ja, genau. Jetzt sind alle 6 Outputs hier. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Sind jetzt aus. Okay. Wir können jetzt nochmal kurz die Probe machen. Machen wir hier Papier. Es wird ja noch nichts passieren. Und hier Schere machen. Dann geht Schere und Papier an. Resetten wir das. Hört alles auf. Okay, jetzt kommt die Verkabelung. Die ist nicht sehr schwer, man muss nur kurz nachdenken. Also wir haben jetzt hier Schere. Bauen jetzt hier einmal so und einmal so. Hier kommt eine Blockreihe rüber, wo der Redstone drauf liegt und der Block hier da ist dazu da, dass der obere gepowert wird von der Redstone-Fackel. Ja. Dann kommt hier ein Repeater nochmal hin. Also wir machen jetzt alle 9 Fälle durch. Schere, 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 Stein, Schere, Papier. Stein, Schere, Stein, Papier, Stein, 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 Papier, Papier, Schere, Papier, Stein, Papier, Papier, Papier. So. Warum hier Repeater? Damit das Signal auch durch alle durchgeht. Wenn ich jetzt hier Redstone hinsetze, passiert nichts. Deswegen Repeater, die in die richtige Richtung zeigen müssen. So.
Dann legen wir das jetzt mal bis zu dem Scherer hier drüben und setzen dann hier so eine Fackel drauf, ziehen hier rüber und legen dann hier nochmal Redstone drauf. So, und jetzt ist es ja Schere gegen Schere, sprich unentschieden, und unentschieden ist immer die mittlere Reihe. Die mittlere Reihe. Und wenn ihr jetzt beide anschaltet, also angenommen, ich drücke jetzt hier Schere, passiert noch nichts. Dann geht nur die Fackel aus, aber dadurch, dass die da hinten noch an ist, bleibt es hier gepowert und die Fackel hier aus. Gut. Dann, ich schalte mal kurz die UI weg, drückt der Typ hier drüben noch Schere. Und da geht die Fackel kurz an, weil dann beide Fackeln aus sind. Also diese hier ist aus und dann diese hier ist aus. Dadurch wird der Redstone hier ausgemacht. Die Fackel geht an, drückt hervor und über diese beiden Repeater geht es dann in Reset rein. Alles wird geresettet, so wie wenn ich hier drauf klicke, nur dass halt das Signal von dort kommt, von hier, und alles ist wieder aus und deswegen dauert es nur, kommt ein Signal nur sehr kurz, aber es kommt. Okay, das funktioniert. Jetzt müssen wir, wie gesagt, noch alle 9 Fälle machen. Ich zeige euch das jetzt komplett für Schere und dann mache ich das wieder offscreen. Also wir gehen rüber bis zu der Leitung. Warte mal kurz, hier kommt noch ein Repeater hin, damit wir es nicht vergessen. Dann muss hier so ein Stein hin, Block. Alle kommen eine Redstone-Fackel, worauf wieder ein Block kommt, eben wieder drüben. Und so. So sieht das dann aus. Dann sieht das hier so aus. So. Und wir setzen hier nochmal Redstone drauf. Nicht löchrig, sondern durchgehen. Und hier der ganze Spaß auch nochmal. So. Damit hätten wir jetzt Schere auf dieser Seite komplett verkabelt mit den allen 3 anderen auf der Seite hier. Gut. Jetzt müssen wir uns noch kurz überlegen, wie das logisch geschalten werden soll. Also wir haben jetzt hier immer Schere. In der Mitte ist Stein. Sprich, bei Stein gewinnt der rechte Spieler. Dann powern wir mal kurz die rechts. Und logischerweise muss dann hier bei Schere gegen Papier der linke Spieler gewinnen. Dann machen wir es so. Und pappen uns dann mal hier auf die Höhe hin, damit wir es nicht vergessen. Unentschieden. Rechter Spieler, Spieler gewinnt und linker Spieler gewinnt. So. Also wenn wir jetzt nochmal machen, Schere hier drüben, geht erstmal die Fackel, ne? Ah doch, passt schon. Gehen die alle aus? Okay, das ist ja egal. Und wir machen jetzt mal hier Papier. Dann geht ganz kurz. Müsste jedenfalls. Ach so. Ja, verkabeln wir nicht schlecht. Also hier hinten muss auch noch das Kabel dran. Dann hier nochmal die 2 Repeater. So, resettet hat es aber schon. Also nochmal, wenn wir jetzt hier hinten, wir können nochmal von der anderen Seite anfangen, Papier drücken. Geht die da hinten aus. Und hier Schere, dann müsste jetzt, und ganz kurz blinkt hier die linke Leitung auf. Okay, das machen wir jetzt alles. Ich erkläre es dann, nachdem ich das jetzt offscreen gebaut habe, nochmal kurz. Ciao. Und hallo, also ich habe jetzt alles gebaut. Und man sollte euch dann Folgendes ergeben: eine Dreiergruppe Schere, eine Dreiergruppe Stein und eine Dreiergruppe Papier. Und hier immer so diagonal. Wenn ihr versteht, was ich meine. Dann, wobei müsst ihr aufpassen, dass ihr jetzt zum Beispiel hier Papier, die Fackel wieder in die Mitte setzt für unentschieden. Also schauen, dass ihr die Redstone-Fackel hier richtig hinsetzt. Dass ihr nach jedem Mal, wo der Redstone durch so einen Block von
einer Leitung von so einer Verbindung geht, dass ihr dahinter so ein Repeater setzt und dass ihr nach genügend Abstand, hier hat es gerade noch gelangt, aber hier brauchte ich dann drei Repeater, dass ihr hier Repeater setzt, damit das Signal auch wirklich bis davor kommt. Von da ganz hinten kann es nämlich sehr knapp werden. Jetzt muss ich aber gerade schauen, ob das mir überhaupt was bringt. Oder wir probieren es einfach aus. Mal vom Hintersten. Das ist Papier gegen Papier. Müssen wir mal ausprobieren, ob das Signal bis nach vorne kommt. Sprich, wir drücken einmal Papier. Einmal Papier. Ja, doch. Geht. Geht, geht, geht. Okay. Dann habt ihr euer fertiges Spiel. Okay, und ich wollte jetzt auch schon zeigen, wie ihr Links machen könnt, wie ihr so ein Display machen könnt, damit Außenstehende auch sehen, wer gewonnen hat. Und dazu legen wir jetzt erstmal hier einen Redstone hin. Okay. Dann kleistern wir mal das hier zu. Das drei Blöcke hoch. Also wie gesagt, ihr könnt da wirklich, weil ihr könnt wirklich alles dranhängen, weil ihr hattet dann sag schnell, wartet mal kurz, ich muss kurz meine Worte finden. Könnt ihr dann hier bitte immer nur eine Leitung angehen und da könnt ihr dann eben abzweigen oder jeden möglichen Schmarrn dranhängen, meinetwegen hier eine Eisentür hin und dann öffnet sich nur noch die Tür von dem, der gewonnen hat oder irgendwie sowas halt. Ja, dann kommt hier oben drauf das Display in Anführungszeichen und drüber die Erklärungen. Machen wieder hier so gewinnt. Einfach mal jetzt, dass der rechte Spieler halt gewinnt. Dann unentschieden. Und dass der linke Spieler gewinnt. Ups. Gewinnt. So. Ja, dann kommt hier hinter eben wieder so ein Anschluss, dass Schmarrn, damit ihr die einzelnen ansteuern könnt. Was eben bei vielen das Problem ist, weil sie es nicht wissen, wie sie es machen sollen. Dabei ist es sehr, sehr einfach. Man braucht nämlich nur Folgendes dafür. Jetzt komme ich gerade selber ein bisschen durcheinander. Wartet mal kurz. Man kann ja hier so, dann geht die Fackel aus. Vorne, wenn das gepowert wird. Dann so und so. Genau, das ist schon richtig. Und ihr seht, wir kommen wieder auf unsere drei Spuren, die separat angesteuert werden können. So ist es richtig. Es bildet sich wieder ein Dreizack. Nur halt mit Diary Repeater noch drin, damit sich die eben nicht verbinden. Okay. Dann brauchen wir natürlich vom Unentschieden abgezweigt einen. Das können wir ganz geschickt machen. Nämlich setzen wir einfach hier einen Block hin. Dahinter wieder ein Repeater, damit das Signal durchgeht. Wie bei diesen Verbindungen auch. Flupp und flupp. Dann sind wir schon da. Weil das ist auch gleichzeitig nochmal ein Inverter nach oben hin. Sprich, die Fackel ist standardmäßig aus. Jetzt seht ihr, die ist aus. Dann, und jetzt braucht ihr eben die zwei Redstone-Zipfel da, die wir gerade noch hingesetzt haben, nachträglich. Und setzt ihr einfach noch eine Fackel hin. Und fertig ist euer Display. Okay. Dann machen wir das noch so. Lass den hier mal verlieren. Papier haben wir hier gedrückt. Dann drücken wir mal hier Schere. Dann müsst ihr jetzt die angehen. Dann geht die hier an. Nur kurz, aber okay. Man hat wenigstens gesehen, wer gewonnen hat. Ja, das war's dann auch schon wieder. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann abonniert mich bitte. Schickt auch gerne Videoantworten, was ihr so dran gedatscht habt an dieses Grundgerüst hier. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Ciao.